Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute wird mal ein bisschen gedrechselt. Ich habe hier ein Stück Nussbaum liegen. Das ist in der Breite so um die 39 cm. Und ja, so groß soll auch das Gerät werden, was wir heute bauen. Das Thumbnail habt ihr ja schon gesehen. Ich weiß natürlich noch nicht, wie es wird. Und von daher wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Das Gerät. Ja, das da lehnen wir schon mal ab. So, ich habe hier so einen Ring, den kann ich jetzt hier drauf machen. Dann kann ich das hier bei mir in der Drechselbank einspannen. Das soll ja so eine Schale werden, die in der Mitte halt so ein Loch hat. Und diese Größe von diesem Ring hier ist ja eigentlich perfekt für das Loch dann auch in der Mitte. Oh, ich glaube 4 Schrauben reichen. Wo will es hin, ne? Ist ja fest. Ja, nicht ins Gesicht auf jeden Fall. Das wäre ein Vorteil, das stimmt. Ja gut, dann gucken wir mal, ob wir das jetzt hier so eingespannt kriegen, vom Durchmesser her, aber müsste eigentlich noch passen. Jo. Müssen wir mal gucken. Was ist? Passt nicht. So gar nicht? Nee, so gar nicht. Genau. Ja, nee, so gar nicht. Aber das ist jetzt nicht ganz so wild, weil wir ja hier auch die Geschichte einmal drehen können. So, machen wir mal eben die Sicherung da rein. Das ist natürlich der falsche. Nummer 1 und Nummer 2. Und dann drechsel ich das mal eben kurz hier rund, so dass wir dann hinterher den Kopf dann auch wieder umdrehen können. Mhm. Oder umschwenken können. Mhm. Erstmal gucken, ob der sich jetzt hier überhaupt vernünftig dreht. Achso, brauchen wir auch Ströme, ne? Ja, mit einer Handkurbel wäre schlecht, ne? Ja. Rumlaufen lassen. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall rund. Thank you.
Hat eigentlich soweit ganz gut geklappt. Ja, aber ich sag mal, nichtsdestotrotz, ne, sieht die doch eigentlich ganz schön aus. Ja, sehr schick. Nehmen wir ein bisschen Öl. Welches hast du denn jetzt genommen? Schneidbrettöl. Okay. Aufgrund der Lebensmittel, die hier reinkommen. Ja, Nussbaum ist immer wieder schön, ne? Kann man nicht anders sagen. Ja, kleines Drechselprojekt heute, habe ich auch zum ersten Mal gemacht, so ein Donut. Wollte ich auch schon immer mal machen, so was innen komplett rausholen. Hat ja auch soweit ganz gut funktioniert. Ja, und ich sag mal so, gefällt mir die Schale sehr, sehr gut. Hat was, ne? Ja. Stärke, schön. Die Stärke hier unten, ja, ich denke mal, das sind noch so 5 bis 8 mm. Und ja, ich sag mal, die Tiefe und die Größe der Schale ist eigentlich proportional eigentlich auch ganz schön, finde ich. Ja, hat mal wieder viel Spaß gemacht, dadurch, dass ich ja solche Sachen auch immer zum ersten Mal mache. Was mir natürlich so ein bisschen auf den Zeiger geht, ist hier dieser tiefe Riss, und den habe ich nicht mehr rausgekriegt, ist aber, ja, vielleicht schlage ich da noch mal ein bisschen nach, wenn ich noch mal Muße habe, aber den habe ich leider nicht rausgekriegt, schade eigentlich. Aber so, im Großen und Ganzen gefällt es mir gut, ist gut geworden, liegt auch gut auf der Platte, also hier liegt sie komplett auf, außen und innen auch. Also, dass das auch unten alles vernünftig gerade ist. Da hatte ich mir das große Lineal genommen und habe da unten immer geguckt, ob das plan ist. Jo, hier ist noch ein bisschen Öl rausgekommen. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Ringschale, Donutschale, keine Ahnung, wie man sowas nennt hier. Servierschale. Servierschale? Mhm. Unter anderem kann man das dazu sagen. Ja, gut. Servierschale. Aber ich glaube, ich werde die Donutschale nennen. Die sieht ja auch aus wie ein Donut. Mhm. Das geht auch. Frisbee-Schale. Wurfring. Ja. Ja, bin ich auf eure Kommentare gespannt und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.